Hallo ihr Lieben, ja, ihr denkt wahrscheinlich, oh, von der kommt ja sowieso nicht mehr, da ist nichts spannend. Doch, ich bin gerade dabei, meine Terrasse auf Vordermann zu bringen. Hab schon fleißig gemalert, dazu jetzt ein Bild. So. Und ja, zusätzlich mache ich gerade die Drainage bei mir, weil da wächst Unkraut ohne Ende und meine Katze vergnügt sich daran. Und da ich nicht möchte, dass meine Katze krank wird, mache ich das auch gerade weg. Ich bin die ganze Zeit draußen auf der Terrasse, weil ich möchte länger draußen sein erstmal. Und tue auch gleichzeitig ein bisschen was für meine Fitness, weil man bewegt sich hier auch sehr viel. Ja, und ja, ich sehe Ergebnisse, bin stolz auf mich. Ich sehe ein bisschen wild aus, weil es ist windig bei uns hier. Das ist mir auch scheiße, ja, wenn ich im Grunde genommen, ja, andere würden dazu Gartenarbeit sagen. Ich mache halt Terrassenarbeit, wie ich da aussehe. Ja, ich hoffe, es gibt nicht gleich Regen, weil ich habe immer das Glück, wenn ich hier das draußen mache, dann fängt es an zu regnen. Aber es ist mir scheiße, ja, ich hantiere sowieso mit Wasser. Ja, wenn ich fertig bin mit der Drainage, mache ich natürlich auch ein Bild davon. Ja, und dann kann ich endlich, wenn ich fertig bin, soweit, meine lieben Pflanzen endlich umpflanzen, weil dann ist ein bisschen Ordnung. Ja, im Moment geht es mir eigentlich relativ gut. Ich habe zwar so leichte Phasen, wo halt Schwindel und so aufkommen, aber dadurch, dass ich was zu tun habe, geht es mir damit ganz gut. Gut, dann werde ich jetzt mal weitermachen. Hier ist so ja mein Handschuh. Da sieht man meine Arbeit. Da liegt der Spaten. Ja, wie gesagt, im nächsten Video mehr. Bis später. Tschüss. So, da ist sie wieder. Jetzt ist sie wieder drin. Oje, oje. Ja, man sieht ja, hab gerade Kopfhörer auf dem Kopf oder an den Ohren. Ja, ich habe noch ein kleines Nebenprojekt zu laufen. Ich habe so viele Projekte, oh mein Gott. Ich übernehme mich aber nicht, keine Sorge. Wenn das Wetter nicht so doll ist oder so, auch mal wenn es gut ist, natürlich mache ich das auch, mache ich Let's Plays. Also das heißt, ich spiele Spiele im Internet oder ja, filme sie oder wie andere sagen würden, nehme sie auf. So, und ich habe da so einen Nebenkanal. Der nennt sich Paragora Anni. Kann ich gerne mal unter dem Video hier verlinken. Ich spiele zurzeit Last Chaos. Vielleicht kommt das ja irgendjemandem bekannt vor. So also ein bisschen auf ja, Fantasy, Mystik. Ja, und da spiele ich. Zuerst habe ich versucht, eine Heilerin zu machen, aber die habe ich nicht so hingekriegt, weil ich habe das mal vor hunderten vor Jahren gespielt, also als das gerade frisch rauskam. So 2008 kam das raus, so 2009 rum hatte ich das gespielt. Und spiele ich, man sieht den gleichen Namen, habe ich auch in dem Spiel. Und wer Interesse hat, kann auch gerne mal mitdaddeln. Man muss sich halt anmelden, ist kostenlos das Spiel. Und man kann gemeinschaftlich da spielen, halt eine Gilde gründen, zusammen, was sehr viel mehr Spaß macht als alleine natürlich, spielen. Und ja, irgendwie rutscht mir der Kopfhörer, wenn ich den nur halb auf habe. Ich mach's jetzt mal anders. So, ja, sieht zwar ein bisschen doof aus, aber sehr geil. Ja, und diese Idee halt mit den Let's Plays stammt vom besten Freund von uns und meinem Mann. Die hatten die Idee gehabt, halt
dass ich sowas mache, weil ich ja mein Selbstbewusstsein verloren habe durchs Internet, was da so alles passiert ist. Wer meine Videos kennt halt, der weiß, was ich meine. Und aufgrund dessen mache ich halt diese Let's Plays. Macht mir auch riesen Spaß. Das Einzige, was ich mich noch nicht traue, ist halt live zu gehen. Ich habe auch einen Twitch-Kanal. Den verbinde ich aber mit mehreren Sachen halt. Den möchte ich gerne verbinden, auch hier mit meiner Agoraphobie. Also Anni, mein Leben mit Agoraphobie. Mit meinen Let's Plays. Irgendwann, wenn ich mich da traue halt. Und mit meinem Hobby, dem Paranormalen halt. Wie ihr sagt, also wenn ihr Interesse habt oder so, oder auch vielleicht so PC-Spiele, PC-Games macht oder sowas und gerne mal mit mir zusammen was machen möchtet, dann schreibt mich gerne an. Am besten über Facebook natürlich. Auf meiner Seite Anni, mein Leben mit Agoraphobie. Und dann können wir uns drüber unterhalten. Und ja, ich muss erst mal gucken, weil ich kenne mich damit nicht aus. Ich müsste mir entweder Teamspeak oder Discord irgendwie runterladen. Und wie das funktioniert, muss ich erst mal gucken. Ja, dass man dann zusammen, weil man muss ja in dem Spiel Last Chaos zum Beispiel miteinander kommunizieren. Was man so macht, wäre natürlich am besten. Ja, wie ihr sagt, kann man sich überlegen, ob man das gerne möchte oder halt, ja, nicht. Ja, aber keine Sorge, weil ich ja jetzt öfters schon angesprochen worden bin, von dir kommt ja gar nichts mehr. Ja, also, le das Leben von einem Agoraphobiker, also ich rede ja von mir. Das ist nicht unbedingt spannend, weil ich bin ja die meiste Zeit zu Hause. So, ich möchte ja nicht so à la Big Brother 24 Stunden am Tag natürlich meine Kamera laufen lassen, weil ja, da wird man nichts Spannendes großartig sehen. Also man hat jetzt zum Beispiel gesehen, ich habe jetzt schon seit ein paar Tagen. Oder Judy sagt schon seit ein paar Wochen, mache ich so ein bisschen meine Terrasse gerade. Weil wir haben das Problem, die Hausverwaltung bei uns, die macht nichts am Haus. Und die Feuchtigkeit auf der Terrasse, die geht mittlerweile zum Haus hin, weil die nicht richtig ablaufen kann. Da werden die Wände natürlich nass und das ist nicht so prickelnd. Und die Drainage, die ihr gesehen habt, die ich da fotografiert habe. Da wächst Unkraut mittlerweile oder wuchs Unkraut, die habe ich ja jetzt sauber gemacht. Also ich habe da Steine rausgenommen, habe im Wassereimer reingemacht, um die sauber zu machen. Eine Menge Sand ist da drin gewesen. Eine Menge Scheiße war da mit drin. Also Scheiße in dem Sinne, ja, ich habe da Patronenhülsen gefunden. Also irgendwie muss hier jemand mal mit Luftdruckgewehr geschossen haben. Was habe ich noch alle gefunden? Hier so kleine Glühbirnchen von Weihnachtsbeleuchtung habe ich gefunden. Oh Gott, was habe ich da noch alle gefunden? Also sämtlichen Scheiß habe ich da wirklich rausgenommen. Hab das so ein bisschen darunter sauber gemacht halt, dass das Wasser ablaufen kann. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, weil wir haben ja diesen Sommer mal wieder so einen Sommer, der sehr feucht ist. Und wir haben das Problem dadurch, dass bei uns unten, ich mache da mal ein Foto von, die Hausverwaltung bzw. die Firma, die sie hier engagiert hat, angeblich, wird die Grünanlage nicht gemacht. Bei uns steht mittlerweile so hoch das Gras, die Hecken werden nicht geschnitten. Mittlerweile machen das hier schon Mieter am Haus, dass die so teilweise ein bisschen das alles schneiden. Da verfangen sich die ganzen Mücken drin und die fliegen natürlich bei uns auf die Terrasse hoch. Und auch unter die Steine halt auf der Terrasse, da ist es ja sehr nass, da entwickeln sich natürlich auch ja, Mücken, Nacktschnecken haben wir schon gefunden. Ist auch lecker, wenn man dann so abends draußen sitzt und die Nacktschnecken kommen raus, also diese Tigernacktschnecken. Ja, und das will man dann ein bisschen vermindern. Ja, außerdem möchte ich da draußen eine kleine Wohlfühloase haben. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt zwei Pflanzkübel, die habe ich gestrichen.
Da kommt mein Lavendel rein, weil ich will ja meine Lavendelzucht weitermachen. Ich habe ja von unserem besten Freund auch Tomaten gekriegt. Und eine Gurke. Seine sind natürlich schon riesengroß, meine noch nicht, weil ich habe nicht die Töpfe dafür gehabt. Jetzt habe ich sie. Dann habe ich von meinem lieben Mann und von unserem besten Freund jeweils eine Erdbeere gekriegt, also eine Erdbeerpflanze. Die muss ich dann auch noch umtopfen. Ja, das wird noch ein bisschen Arbeit sein. So, denn wie gesagt, mache ich ja noch die Terrasse richtig sauber. Ich werde dann noch mit dem Hochdruck rein ja da richtig ran arbeiten. Die Fassade so ein bisschen absprühen, weil solange man das Haus nicht so irgendwie halbwegs ein bisschen in Ordnung kriegt, weil wir sind wirklich die dreckigste Haus in dieser Straße hier, in unserem feinen Stadtteil. Da kommt es nicht so gut, wenn man dann halt auch die Terrasse sieht dann aus wie Sau. Das war auch das erste, als wir hier eingezogen sind, da haben wir erstmal mit Hochdruckreiniger ja die Wände da abgesprüht. Und da ist auch eine Menge Scheiße runtergekommen. Also, mein lieber Querüber, man merkt schon, dass hier die Hausverwaltung nicht viel macht. Gut, aber mein, ich glaube, das hat man mit vielen Hausverwaltungen, gerade mit diesen größeren hier in Berlin. Ja. Also ihr merkt, ich bin nicht faul, ich bewege mich. Das ist auch für mich wichtig, dass ich mich bewege, weil ich muss mich bewegen. Ich merke das zum Beispiel, dass ich nicht unbedingt viel Muskulatur in den Beinen habe. Dadurch passiert das dann natürlich, denn, dass ich mich schnell verletze, wenn ich raussehe oder so. Deswegen ist das ganz gut. Mein Sport ist im Moment, ich lasse den ja nicht sein oder so, aber im Moment habe ich so viel Bewegung, ich wusste ja nicht, dass ich so viel Muskulatur habe. Aber gestern bin ich nur noch im Bett gefallen und habe so einen Muskelkater gehabt. Nicht wundern, dieses Piepen, mein Brotbackautomat back gerade. Ich habe so einen Muskelkater gehabt, ich habe so richtig übersäuerte Muskulatur gehabt in den Armen. Ey, ich dachte, ich sterbe. Mein Mann hat sich schon kaputt gelacht. Ja. Ja, und ich wurde ja auch schon gefragt, wann ich denn mal live gehen werde. Wie gesagt, ich werde das dann noch verlinken. Mein Twitch-Kanal, darüber wird es dann auch laufen. Wird dann natürlich vorher angekündigt, aber wie gesagt, ich muss mich erstmal trauen. Das ist bei mir so das Problem, weil ich baue ja mein Selbstbewusstsein erstmal wieder auf. Ich bin ja schon mal zufrieden, dass ich meine Let's Plays schon mal mache, weil ich habe schon jetzt Ghostbusters durch und spiele zurzeit, wie gesagt, Last Chaos. Zwischendurch mache ich mal so Handy-Games, die man sich so kostenlos runterladen kann und ja, mit dem Live habe ich das noch nicht so. Ja, das wird aber auch noch kommen. Ja, wie gesagt, ich bin nicht faul. Ich bin zufrieden. Ich bin so ja stolz auf mich, dass ich das jetzt im Moment so alles so ein bisschen in Angriff nehme und das hintereinander weg auch so alles mache. Ja. Mit unter anderem, muss ich jetzt sagen, langsam, aber ganz langsam wirken auch die Tropfen wieder, die ich jetzt nehme. Die hatte ich euch schon mal gezeigt. Die habe ich dann eine Zeit lang abgesetzt. War mein Fehler gewesen. Hatte ich ja erzählt, was der Frauenarzt gesagt hat. Ich soll diese Medikamente nehmen wegen meiner PMS und so. Ja, und ja, dieses Mal meine hat dann doch ein bisschen sehr länger gedauert. Aber wie gesagt, das muss ich erstmal alles einpendeln. So, ich bin jetzt den zweiten Tag erstmal. Nee, den ersten Tag. Nee, doch, den zweiten. Heute ist der zweite Tag. Bin ich erstmal frei. Also blutungsfrei. So, und das war jetzt über eine Woche gewesen. Und das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, so. Ansonsten, ich muss jetzt gerade mal nach meiner Katze gucken, weil die hier läuft gerne Amok und ist ein bisschen beleidigt, weil ich nicht so viel kuschel mit ihr im Moment. Tagsüber, weil ich ja zu tun habe, weil ich mir immer wieder eine Aufgabe suche, dass ich was tue. Ja, dann wurde ich dann nochmal gefragt in puncto mein Häkelarbeiten. Das hatte ich ja schon mal beantwortet halt, dass ich nicht wusste oder weiß, wie ich die verkaufen würde oder so. Im Sommer, weil man mich gefragt hat halt, ob ich wieder was gehäkelt habe. Im Sommer häkel ich eher selten, weil ich habe das Problem, ich habe sehr schweißige Hände. Und jeder, der das so kennt, der strickt oder sowas oder häkelt,
Ja, wenn man denn schweißige Hände hat, das macht keinen Spaß. Weil die Wolle klebt dann und nee, da will man denn nicht so. Deswegen mache ich mir lieber andere oder ja, mach andere Aufgaben halt, wie jetzt zum Beispiel meine Terrasse, mache hier Let's Plays. Ja, ich fange auch wieder mittlerweile an, auch wieder mich mit meinem Hobby zu beschäftigen. Ich recherchiere sehr viel zu verschiedenen Themen, weil ich habe ja mal eine Zeit lang Erklärvideos für meine Gruppe gemacht und wahrscheinlich werde ich dieses auch wieder tun. Weil die haben mir immer sehr viel Spaß gemacht und durch den PC, den ich ja jetzt habe, seit Weihnachten, nachdem ich ja 4 Jahre kein PC hatte, will ich das wieder in Angriff nehmen, höchstwahrscheinlich. Ja, wurde da ja auch in dem Bezirk auch schon wohnen, war ja schon gefragt, warum keine Videos mehr kommen. Ich habe dann da auch noch ein paar Untersuchungen zu auszuwerten und so weiter alles. Und ja, Anni hat eine Menge zu tun. Ja. Was gibt es noch Neues? Eigentlich wüsste ich jetzt nichts, aber das Video ist ja noch nicht fertig. Ich mache ja immer so cutmäßig. Also nicht wundern oder so, dass es so ein bisschen, ja, mal ist sie drinnen, mal ist sie draußen. Ja, ist halt so nicht. Freunde von mir haben schon gesagt, ich bin ein bisschen besser drauf. Ja, das ist bei mir aber auch so tagesabhängig teilweise. Ist klar, wenn ich jetzt den ganzen Tag da auf der Terrasse sitze, da bin ich sehr stolz drauf. Normalerweise bleibe ich nicht so lange auf der Terrasse, aber von morgens bis abends dann wirklich auf der Terrasse und mache dann da so, auch wenn ich Rückenschmerzen habe durch die PMS und so. Und dann leichte Anfälle von Panik habe, bleibe ich dann doch trotzdem draußen sitzen. So, jetzt muss ich das dann halt nur noch hinkriegen, wieder raussehen. Aber wie gesagt, ich bin ja ein Kämpfer, fange ich halt wieder von vorne an. Das ist ja mein Standardsatz, den ich jetzt nun mittlerweile schon habe. Aber ich lasse mich nicht unterbuttern. So, dann habe ich festgestellt für mich, dass ich mittlerweile in dieser Verarbeitungsphase, dass mich Leute stören, die über mich lästern und so was alles, drüber hinweg bin. Mich interessiert das eigentlich ja nicht mehr, weil ich habe im Moment so eine, schon länger, nicht nur im Moment, ich habe jetzt schon länger ja, auch so eine Phase, wo, ganz ehrlich, lass die Leute reden. Ja, man kennt bestimmt den Song von den Ärzten, lass die Leute reden. Ja, geht mir hautnah am Arsch vorbei. Ich glaube, das ist auch besser so. Weil ich habe mich so in der Vergangenheit drüber aufgeregt. Ist ja kein Wunder, dass ich schon graue Haare habe. Ja. Vor allem von Leuten, die ihn überhaupt nicht kennen, geschweige denn nur einmal im Leben gesehen haben und das war's auch. Also da hat man dann so, mittlerweile lache ich teilweise darüber, weil ich so höre. Ich habe schon auf meinem Privatprofil, habe ich einen Post gemacht, so einen tabellarischen Lebenslauf von mir. Ich bin ja richtig kriminell, aus Sicht anderer. Also mein lieber Querrüher, ich müsste ja schon mehrfach lebenslänglich kriegen. Ja, also, sorry, aber ja, ihr merkt, ich lache langsam wieder vor allem, langsam drüber. Ja, das ist das Beste, was man machen kann. Leute, die mich kennenlernen wollen, die machen das. Wenn sie nicht mich kennenlernen wollen oder nicht mit mir zu tun haben wollen, ja, ist ihr Problem, nicht meins. Ja, ich gucke mal hier auf meinem PC, weil ich gerade ein Video schneide, also ein Let's Play-Video. Und ist fertig geschnitten. Ja, so, Tante Anni hat mal wieder eine Menge gequatscht. Nächste Video, schauen wir mal, was da jetzt denn kommt. Gut, bis später. Tschüss. So, wir haben den nächsten Tag. Ich bin jetzt gerade dabei, dieses Erklärvideo zu machen. Ich schreibe mir immer vorher einen Text, den ich denn ja, im Video denn rüberbringen kann. Dieses Video wird sehr persönlich. Ich werde wirklich, damit das auch wirklich jeder versteht, was in mir vorgeht, dass man das versteht, halt sehr persönliche Sachen mit einbringen.
Und ich möchte doch die Leute, und ich weiß, dass die Leute hier, die mich nicht unbedingt so mögen, sage ich jetzt mal ganz nett, dieses Video mit Sicherheit auch gucken werden, sich das bitte ersparen möchten, hinter meinem Rücken irgendwas zu erzählen, was nicht stimmt, oder zu lästern oder sonstiges, weil, wie gesagt, ich offenbare mich jetzt hier in meiner Krankheit, über meine Vergangenheit. Und das fällt mir nicht gerade leicht, halt darüber zu sprechen, da dieses mit zum Verarbeitung mit unter anderem gehört und halt, dass man mich so ein bisschen versteht in eigenen Verhaltensweisen. Was kommt da noch so? Verhaltensweisen nicht nur, auch, ja. Dass ich mich gerne zurückziehe und so eine Sachen halt. Also ich erkläre die Agoraphobie aus meiner Sicht, wie es mir dabei geht, weil, wie gesagt, ich möchte ja halt mit dieser Erkrankung aufklären und mit meinem Blog. Auch wenn nicht so viel kommt, das hatte ich ja schon im vorigen Video gesagt, das Leben ist nicht unbedingt vom Agoraphobiker sehr spannend. Also wie gesagt, da kommen sehr persönliche Sachen halt mit rein, die gerade für mich sehr schwer sind, die gerade in Worte zu fassen, weil ich habe nicht unbedingt sehr positive Sachen in meinem Leben erlebt, auch wenn ich schon mal in einem Video erklärt habe, so ein bisschen, was ich so erlebt habe in meiner Vergangenheit. Aber ich habe ja gesagt, ich werde versuchen halt alles zu erzählen, was ich erlebt habe, das dazu geführt hat, dass ich dann halt wahrscheinlich diese Erkrankung gekriegt habe. Weil, warum sollte ich vorm Berg halten und man versteht mich trotzdem nicht und man ist der Meinung, mir irgendwas nachzusagen, was man ja sowieso schon macht, beziehungsweise mir irgendwas einzureden, das machen auch Menschen sehr gerne. Bin ich gerade dabei. Ich bin jetzt gerade an einem Punkt, ich kann schon mal so ein bisschen erzählen, wo ich so einschneidende Erlebnisse aus meinem persönlichen Leben gerade so berichte. Da, wie gesagt, da hatte ich ja schon mal ein Video gehabt drüber. Ich gehe da mehr ins Detail drauf ein jetzt. Und fällt mir gerade nicht so einfach. Deswegen wollte ich jetzt mal kurz ein Video machen, was ich gerade mache. Weil nicht, dass die Leute denken, oh, da kommt ja gar nichts mehr. So wie ich das gerade schon mal in dem Davor-Video jetzt gerade gesagt habe. Ich versuche mich ja irgendwo zu beschäftigen. Und das ist ja nun mal ein Anliegen für mich halt, dieses Thema, dass man auch ernst genommen wird. Und ich habe auch viele Gespräche gehabt und so, auch so gelesen teilweise in, in einem Blog, nicht in einem Blog, sondern in einer Gruppe zum Beispiel, wie so andere Menschen darüber berichten. Und ist nicht unbedingt einfach und ich bin nicht die Einzige, die das hat, wie ihr sagt. Wie gesagt, ich hoffe da auch ein bisschen auf Verständnis halt, wenn dieses Video rauskommt, weil das ist für mich halt gerade Ballast abzuwerfen, so ein bisschen von der Seele her, dass ich jetzt darüber berichte, richtig, dass man mich versteht vielleicht. Wird wahrscheinlich ein bisschen längeres Video, ich weiß nicht, schriftlich ist immer alles länger, als wenn ich ein Video mache. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, also die Leute, die halt nicht so wohlgesonnen auf mich sind, warum auch immer, weil ist mir auch real mittlerweile, weil mit dem Thema bin ich durch. Bitte ich doch ein bisschen um Verständnis, wie gesagt, dass da ein bisschen, dass man sich ein bisschen zusammenreißen kann, wie Deutsche sagt. Ich bin nicht auf Likes aus oder sonst jetzt. Ich möchte halt auf dieses Thema aufmerksam machen. Und warum ich immer nach rechts gucke, das hat nichts mit Psychologie zu tun, braucht man mich jetzt nicht zu werten oder so. Ich habe hier gerade meinen Text zu stehen, den ich gerade für das Video schreibe. Kann ich so ja mal zeigen, ganz kurz. Zock. So.
Und ich bin nebenbei, das ist jetzt sehr gut, was ich hier mache, nebenbei so ein bisschen gerade am Überlegen, wie ich das drüber bringe, dass man nicht zu sehr geschockt ist. Andere würden vielleicht auch sagen, oh mein Gott, wie uncool. Jeder ist halt anders. Jede Psyche verträgt das anders. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, also, bin gerade dabei, zermartere mir das Hirn. Ja, ich hoffe, das Video wird so, dass man das wirklich versteht, weil, wie gesagt, ich habe ja auch Familienangehörige, die das nicht so ganz verstehen. Auch Freunde, die das nicht so ganz verstehen, was in mir abgeht und so. Und das versuche ich jetzt anhand dessen halt dann so rüberzubringen, dass man es vielleicht verstehen kann. Wenn ich das Video rausgebracht habe, halt, kann man mir gerne noch Fragen stellen dazu. Ich bin auch bereit dazu, sonst würde ich das ja nicht machen, Fragen zu beantworten. Ja. Und vielleicht können dann auch so einige mit unter anderem verstehen halt auch, wie ich das eben schon gesagt habe, mit den Verhaltensweisen, die ich so habe. Ja, wie soll ich das jetzt so schön sagen? Ich habe ja auch einschneidende Erlebnisse nicht nur in der Familie gehabt. Wir werden es sehen bei dem Video. Ich will nicht jetzt zu viel sagen halt. Ihr werdet es sehen in dem Video und ja, ich bin ein bisschen nervös, man merkt es auch, weil ich immer mit den Händen und so mache. Ja, schauen wir mal. Also, es martert gerade sehr in meinem Hirn. Wie gesagt, ich überlege ja nicht erst seit gestern, wie ich das drüber bringe, aber irgendwann muss ja mal der Punkt angefangen werden, damit ich das endlich hinter mich bringe. Und ja, schauen wir mal. Gut, nächste Video kommt. Bis später. So, ich habe meinen Mann jetzt geschnappt. Ich hoffe, man versteht mich. Ich wollte jetzt mal raus. Sollte man jetzt trocken sehen, es regnet. Mein Mann geht jetzt mit mir Gassi. Ja, komm Hund, komm. Wir wollten nämlich mal was gucken. Oder so was hier. Ja. Ist ja auch groß genug. Ja. Ist aber auch schon ein bisschen. Müsste. Ja, ist auf 4 oder so was. Ja. Nicht wundern, wir unterhalten uns nebenbei. Ja, nein. Ja. Hier, da, die 43. Also, das ist einer. Wieso? Da hinten geht ja auch immer einer lang. Ja, trotzdem, ja, kann sein, dass sie sich das Grundstück teilen, hat Mario Stiefmutter doch auch. Da sind auch zwei Häuser auf einem Grundstück. Weil wir haben gerade diskutiert. An den Grundstück. Und ich wollte recht haben. Nicht so breit verteilt sind. Muss der schon Grundstücksflächen haben. Ach, stimmt. Ja. Gut, hast du recht. Also. Meine Angststraße. Geh mal kurz rüber. Ich meine, es ist schon ein Fiat Uno, der wird wahrscheinlich sowieso kaputt sein. Puh. Stopp. Also auch mit einer Person zusammen ist es anstrengend für mich. Und das erste Mal nach ganz langer Zeit. Ja, kurze Break. So. Dann können wir langsam zurückgehen wieder. Oh, jetzt nickt mal wieder Tandy auf der anderen Seite. Weil die Leute mal denken, ich filme die hier. Ja. Mehr Familienhaus. Das stimmt. Kann man nur eine an irgendwann haben. Also wir gucken hier gerade so ein bisschen Häuser. Aber kann ich weil hier sind wirklich sehr schöne Häuser.
Das sieht schön aus. Ja, das ist aber auch sehr... Das sieht aus wie von einer Schwarzwaldklinik früher. Das ist aber auch nicht ganz so gut. Warte mal, ich zeig mal ganz kurz. Bleib mal stehen. Das ist da. Aber schön. Weil mein Mann und ich haben uns jetzt vorgenommen, oder ich habe mir gefragt, besser gesagt, ist ein Haus zu kaufen. Nein, können wir uns ja nicht leisten. Das ist schon ja nicht zu Corona-Zeiten. Naja, jedenfalls nicht in der Gegend hier. Nee, das ist hier viel zu teuer. Es sei denn, wir gewinnen im Lotto, das vielleicht so. Oder ich mache einen Spendenaufruf. Nein. Also ein großer Spendenaufruf. Nein, war ein Scherz. Ja, ich bin im Moment gut drauf. Die sind sehr intelligent hier, die Berliner Stadtwerke. Es regnet und die machen die Straße sauber. Die Mieze fährt hier rauf und runter. Ja, ist sehr intelligent. Ich sag da jetzt mal nichts zu. In die Richtung sind übrigens auch noch schöne Häuser. Ja, wir müssen noch in die Richtung gehen. Ich möchte jetzt aber nicht sagen, warum. Weil hier die Spione auch gucken. Ja. Deswegen will ich irgendwann in die Richtung gehen. Oh nee, Schatz, reicht jetzt. So. Ich hab ja gesagt, will mein Mann, wenn es mir gut geht, schnappen und immer ein Stück weiterlaufen. Ja, und jetzt hatte ich gesagt, mir jetzt gut, ich möchte. Ich bin stolz. Ich zitter zwar wie ein Arsch. Oh. Ich bin aber stolz. Nach langer Zeit. Bis später. Tschüss. So, wir haben mittlerweile wieder den nächsten Tag. Ja, heute geht's mir so, ja, durchwachsen. Ich musste mich ja erstmal nochmal hinlegen und eine Runde pennen, weil heute Morgen vier aufgestanden, weil mein Mann ja so früh aufstehen muss. Dann dachte ich mir mal, das ist der Anni noch ein bisschen zu früh, wir legen uns mal noch eine Runde hin. Ja. Was ich bisher bemerkt habe, ich bin von der Stimmung hoch auch ein bisschen besser drauf, sage ich jetzt mal. Ich mache viel Scherze und so und ja, also selbst mein Mann hat gesagt, also irgendwas passiert gerade mit dir, dass du Sprüche drauf hast und ein bisschen lustiger bist als sonst, also das gefällt mir. Ich so, ja, das gefällt mir auch. Ich hoffe, das ist nicht nur eine Phase und das hält ein bisschen länger an. Ja, also man hat ja gesehen, dass ich jetzt so ein bisschen Projekte so mache. Im Moment kann ich eigentlich auf meiner Tagesordnung ja nichts machen. Wir haben jetzt fast eine Woche lang schlechtes Wetter. Also das ist jetzt der vierte Tag oder sowas, wo das regnet. Und ich wollte endlich mal mit dem Kercher arbeiten bei mir draußen, aber ich kann das ja leider Gottes nicht, weil das regnet immer wieder und wir haben diese, ach Gott, wie heißen diese Steine? Waschbetonsteine oder wie die heißen? Und man könnte sie abspritzen, aber ich sehe nicht, ob die denn sauber sind, weil die bleiben ja nass. Wir haben auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also man kommt sich mittlerweile in Berlin hier vor wie in den Tropen. Ich habe mir gestern Abend die Haare gewaschen, die sind immer noch klamm, also sehr eigenartig. Aber gut, man könnte sich einen Föhn nehmen, aber nee, warum? Von daher kriegt Naturlocken. Ja, ansonsten, ich arbeite immer noch an dem Video, weil, wie gesagt, das ist für mich dann wirklich eine Herzensangelegenheit, dieses Video. Und da kommt halt eine Passage, wo ich sehr persönlich halt werde, wo ich mich offenbare und ich weiß jetzt schon, dass das wahrscheinlich wieder von irgendwelchen Vollpfosten, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, gegen mich ausgelegt wird. Aber dann beweist es mir im Grunde genommen, dass sie echt nicht alle Nadeln an der Tanne haben, beziehungsweise ein IQ haben wie ein Teller bunte Knete, wie ich das immer so schön sage. Ja, ansonsten, wie gesagt, meine Let's Plays, die ich mache, könnt ihr gerne, wie gesagt, ich poste das hier unter dem Video, könnt ihr gerne Bescheid sagen, ob ihr mal gerne mitspielen möchtet.
Ich spiele es nicht nur abends, wie Agoraphobiker, ne, wissen ja, also beziehungsweise ich nicht, ich sollte nicht immer in der Wir-Form reden. Also ich spiele nicht nur abends. Wenn ich aufnehme zum Beispiel, ist es meist vormittags beziehungsweise mittags. Dienstags ist immer scheiße, da ist Wartungstag bei diesem Spiel, Last Chaos, und da muss man dann warten bis um 12. Ja, irgendwie so. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne. Oh, das ist warm, schwül und meine Haare dazu noch, ist noch wärmer. Dann sagt einfach Bescheid. Das heißt nicht, dass ich euch zu Internetsucht oder Spielsucht verleiten möchte. Nee, möchte ich nicht. Es ist einfach Ablenkung, ein bisschen lustig sein. Und wie gesagt, ich werde mich mal belesen, wie das aussieht mit Teamspeak. Muss man sich wohl, hat mir mein Mann erzählt, einen Server oder sowas mieten. Da werde ich mal bei Discord gucken. So, schauen wir mal. Ja, und was ich gestern gesagt habe, da bei meinem spontanen Ich möchte rausgehen zum Spendenaufruf, das war ein Scherz. Also das ist einfach, ich bin gut drauf und dann hau ich manchmal auch Scherze raus, die nach hinten losgehen, aber das war wirklich ein Scherz. Ansonsten, wie gesagt, also man merkt es hoffentlich auch, das ist nicht übertrieben auch bei mir. Ich bin wirklich, ursprünglich bin ich ein sehr lustiger Mensch. Und ich habe auch sehr diese Woche auch eine sehr lustige Begebenheit gehabt. Da hat, kann ich auch mal erzählen, da hat irgend so ein Typ hier an meiner Haustür oder an meiner Wohnungstür geklingelt. Ich machte die Tür auf und da stand einer mit einem Klemmbrett. Der hat dann immer so versucht, in meine Wohnung zu gucken und sagte dann so zu mir, ja, die über ihn, die sind nicht da, ich will eine Wasserprobe. Schön, was sie wollen, habe ich ihm gesagt. Ja, ich brauche das jetzt hier, eine Trinkwasserprobe und, ich so, Moment, also normalerweise kündigt man sich vorher an in so einem Mietshaus und kommt nicht einfach rein und stellt hier irgendwelche Forderungen. Dann ist der pampig geworden, der Typ. Ich habe Ihnen das doch gerade erklärt und bla und blups. Ich so, ja, das ist schön, was Sie mir hier erklären. Sie haben sich vorher anzukündigen. Ich habe hier keine Ankündigung gekriegt in meiner Wohnung. Dann ist er beleidigend geworden, dann habe ich gesagt, wir können das auch gerne mit der Polizei klären. Dann drehte er sich um und dann haut er ja zu mir raus, Sie können mich mal. Und dann habe ich dann die Tür geschlossen, habe dann auch gesagt, ja, Sie mich auch. Ja, viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, sehr mutig von dir. Ich so, zu meinem Mann habe ich das auch erzählt. Ich zu meinem Mann habe das auch erklärt, feiner Deutsch. Ich habe das meinem Mann auch erklärt, besser gesagt. Und er meinte dann auch so, ich habe richtig gehandelt, weil, wie gesagt, in einem Mietshaus hat man sich vorher anzukündigen und nicht einfach rinzukommen und ich will hier und sie haben mir jetzt hier, hä? Nee, bestimmt nicht. Ja, von daher, ich habe so ja die Nachbarin oben gefragt halt, die wusste auch von nichts und ja, sehr skurril der Typ gewesen. Aber gut, wie gesagt, Firmen melden sich vorher an. Auch wenn ein Subunternehmen wäre. Und die sind auch nie so frech und weisen sich im Übrigen auch aus, weil ich habe den auch nach dem Ausweis gefragt, der hat sich nicht ausgewiesen. Tja, Pech gehabt, sag ich jetzt mal. Ja. Nee, ich werde auch Mut, ja, muss ich sagen. Also, weil ich will ja auch so ein bisschen mein Selbstbewusstsein, wie ihr sagt, auch aufbauen wieder, weil man verliert ja leider Gottes durch diese Erkrankung sein Selbstbewusstsein. Das ist, wie gesagt, kein Überspielen bei mir oder so. Das ist von mir aus so rausgekommen, so rausgepoltert, so war ich früher auch. Deswegen mit unter anderem mache ich ja auch diese Let's Plays auch, weil mir unser bester Freund und mein Mann dann halt gesagt haben, da kannst du am besten dein Selbstbewusstsein wieder aufbauen. Ich müsste nur mal live gehen, aber das traue ich mich komischerweise noch nicht. Ja, schauen wir mal,
wie lange dieses dauert. Aber wie gesagt, mein Video wird noch einen Moment dauern, weil ich möchte das wirklich dann so, ne, rüberbringen, dass man das dann auch wirklich alles versteht. Ja, ansonsten haben wir jetzt Wochenende. Und ja, da werde ich mich dann auch wieder ein bisschen ja, ausruhen, schätze ich mal. Oder vielleicht doch ein bisschen was machen, ich weiß es nicht. Kommt ganz drauf an, auf die Wetterlage. Also bisher sage ich mal so, Wetterlage sagt Regen. Ja, wir hatten gestern massiv Regen hier, also das Wasser steht draußen, das ist noch mehr als wie wir draußen waren auf der Straße. Ja, aber das Saubermachen der Straße hat nicht viel gebracht von der Berliner Stadtreinigung und nicht Berliner, Berliner Werke oder was ich da gesagt habe. Ja, naja, gut, so, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wie ihr sagt, andere Videos in Arbeit und wer immer wieder sagt zu mir, oh, von dir kommen ja keine regelmäßigen Videos und oh, wann kommt denn mal wieder was und bla und blubs und hast du nicht gesehen, wie ihr sagt, es ist nicht spannend, das Leben von einem Agoraphobiker, also ne, ich habe ja nun mal die harte Form von Agoraphobie mit Panikstörung, das ist nicht unbedingt spannend. Ich bin zu Hause den ganzen Tag, jetzt hätte ich schon wieder fast wie gesagt, traurig. Ich bin den ganzen Tag zu Hause, ich versuche mich irgendwie zu beschäftigen, was mir Spaß macht und bisher machen mir die Sachen Spaß und deswegen mache ich die auch. Und das kann ich nur jedem empfehlen, versucht es doch auch mal, macht einfach Sachen, die euch Spaß machen. Ob ihr nur irgendwas basteln möchtet, ob ihr, weiß ich nicht, bei euch irgendwas in der Wohnung malern möchtet oder keine Ahnung. Einfach mal eine Beschäftigung suchen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, die Phase läuft weiter gut. Und ich hoffe, das ist nicht nur eine Phase, dass das jetzt wirklich ein Schritt zur Besserung ist, was ich jetzt im Moment mache. Ja, ich hoffe dann auch mal, dass meine Haare wieder ein bisschen nachwachsen da oben. Ja. Schauen wir mal, ich bin ja nicht so eitel, aber ne, wenn wir denn die Haare nach hinten machen, ist dann auch nicht immer das Wahre für die Haare. Oh, ich kann reimen. Gut, Frauenprobleme. Gut, gibt aber auch Männer, die dann ihre Haare verlieren, soweit ich das mitgekriegt habe. Gut, so, dann ist jetzt gut mit Quatschen. Das nächste Video kommt bestimmt. Und wann mein Erklärvideo rauskommt, kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, das ist an Arbeit. Ja, ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Ihr könnt bei YouTube natürlich auch ein Abo da lassen. Dann seid ihr immer als erstes informiert, wann ich ein Video hochlade, weil bei YouTube lade ich ja die Videos hoch. Ja, und ja, bleibt alle gesund und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch wieder hier. Tschüss!